für alle Leckermäuler, für alle Kuchenfreunde, für alle Leute, die ein bisschen was auf Qualität stehen und suchen, für diejenigen, die Lust und Laune dazu haben, in Cala Ratjada das eine oder das andere hier auch sehen zu wollen. Wir sind jetzt hier in der Confiserie von Maribel. Ihr habt das schon ein paar Mal bei uns, ihr habt das schon ein paar Mal bei uns hier gesehen. Und wir zeigen euch jetzt hier so ein bisschen die Kollektion, die hier gemacht wird. Alles, was ihr seht, ist nicht von der Fabrik. Alles das, was ihr seht, ist hier handgemacht. Und es gibt hier bei der Confiserie einen kleinen Laden mit dazu. Da gibt es auch ein paar deutsche Wurstwaren zu kaufen. Aber der Schwerpunkt im Moment liegt natürlich hier auf dem Kuchen. Und es geht jetzt langsam auf Ostern zu. Monika, schwenkt doch bitte mal auf die handgemachten Osterhasen, die wir hier haben. Und dann nehmen wir den großen Hasen Maribel mit dazu. Für mich leider Gottes nicht so gut, weil überhaupt kein Alkohol drin ist. Es ist alles Schokolade, es ist alles handgemacht. Schaut es euch an. Da gibt es noch ein paar andere Dinge dazu. Ihr könnt hier vorbestellen. Im Hintergrund seht ihr auch noch ein paar Backwaren, die hier zubereitet werden. Jeden Tag frisch. Ihr könnt es hier auch bestellen. Und was wir hier machen, ist natürlich Werbung pur, denn wir möchten gerne die ortsansässigen Geschäfte ein bisschen mit unterstützen. Maribel ist diejenige, die vor einigen Monaten den Sprung hier in die Selbstständigkeit gemacht hat. Monika, und hier ist Maribel. Hallo. Willkommen, schönen guten Morgen nach Maribel Confiserie. Wir haben einen Shop hier in Cala Ratjada und wir warten, dass Sie kommen sofort. Maribel, ihr habt 7 Tage abierto. Genau. Wir haben hier jeden Tag geöffnet von morgens so um 7 Uhr. Genau, bis 7 Uhr Abend jetzt. Bis 7 Uhr Abend. Ja. Okay, und es gibt auch draußen eine kleine Terrasse, wer also ein Stückchen Kuchen mit essen so viel will. Sonne. Ja, da vorne ist Sonne. Maribel, Entschuldigung, dass ich das jetzt ein bisschen hier in der Kurzfassung gemacht habe, aber du bist eine tolle Confiserie-Frau. Ihr macht sehr, sehr schöne Sachen hier und wir wünschen dir eine gute Osterzeit. Langsam fängt die Saison ein bisschen an. Es kommen einige auch hier rüber und derjenige, der etwas Besonderes sucht, ja, schaut mal bei Maribel rein. Ihr findet sie hier im Zentrum. In der Nähe ist Immobilienbüro Dosaki oder auch der deutsche Zahnarzt. Also wer Lust hat, schaut rein. Und sie sieht natürlich auch mit der Mascarilla super aus. Maribel, toi toi toi, gutes Ostergeschäft. Dankeschön. Hier kommt unsere kleine Bestellung zum Mitnehmen, denn das geht bei Maribel. Maribel, was ist das? Das ist Profiterol mit Krakelin-Technika. Das ist der Lemon, das ist Nutella, das ist Schokolade, Barry, Schwarzschokolade und das ist Trufa mit Creme, Schokolade mit Creme. Du machst mich verrückt und meinen Magen noch schlimmer und mein Gewicht wird immer größer, mein Popo wird nein, auch immer größer. Nein, nur Musen essen das. Ein oder zweimal pro Woche und das ist schön in Ordnung. Du hast gesagt, ich muss das jeden Tag zweimal essen, das wäre gut für dich. Nein. Also, wer Lust hat, was mitzunehmen, hier bei Maribel, kein Problem, probier das aus. Eine tolle Confiserie-Frau, haben wir vorhin schon mal erklärt. Bis dann, danke, gracias und tschüss.